Hallo, unser kleines rotes Spielmobil ist ganz traurig. Es hat etwas Inkontinenz. Deswegen bekommt es heute eine neue Wasserpumpe. Beim 1,4 Liter Motor wird die Wasserpumpe vom Zahnriemen angetrieben. Um die Wasserpumpe wechseln zu können, muss zuerst der Zahnriemen ausgebaut werden. Diese Arbeit ist in unserem Film Zahnriemenwechsel beim Peugeot beschrieben. Der Ausbau des Zahnriemens beginnt mit der Demontage des Innenkotflügels und ein paar Spezialwerkzeuge später sind wir soweit. Der Zahnriemen ist aus dem Fahrzeug. Wir beginnen, das Kühlwasser abzulassen. Zuerst öffnen wir den Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser. Wir lassen das Kühlwasser an dieser Schraube vorsichtig ab. Kannst du die Schraube hier dahin mal wegnehmen? Ein bisschen Pressluft hilft, um auch die Reste des Kühlmittels aus dem Fahrzeug zu bekommen. Um das Kühlwasser vollständig abzulassen, muss das Entlüftungsventil am oberen Heizungsschlauch geöffnet werden. Uns ist das Wasser sehr kalkhaltig, deshalb kochen wir das Wasser zunächst ab. Der Kalk hat sich auf der Oberfläche des Wassers abgesetzt. Das erkaltete Wasser wird über einen Kaffeefilter abgegossen. Da wir das Fahrzeug auf neues Kühlmittel von Volkswagen umstellen, muss das Kühlsystem nochmal gespült werden. Wir füllen das Kühlsystem deshalb mit Wasser auf. Ja, er spuckt schon grünes Zeug. Nachdem wir das Wasser nochmals abgelassen haben, beginnen wir mit der Demontage der Wasserpumpe. Diese ist nur mit zwei Schrauben befestigt, die aber teilweise sehr fest sitzen. Ein kurzer Ruck und die Pumpe ist los. Eigentlich sieht die alte Pumpe noch ganz gut aus, nur hier an dieser Stelle erkennt man die Kalkspuren. Dies deutet auf einen kaputten Simmerring hin. Bei diesem Modell von Peugeot muss man bei der Wasserpumpe etwas aufpassen. Es wurden verschiedene Wasserpumpen verbaut. Und zwar unterscheiden sich die Wasserpumpen in der Anzahl der Zähne auf dem Antriebsrad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Um die Lichtflächen gründlich zu reinigen, nehmen wir noch Gasket Remover. Später werden wir die Pumpe außerhalb des O-Rings auch noch mit Flächendichtung einreiben, damit sie vollflächig verklebt wird und richtig dicht. So, jetzt erstmal die Runde. Wie immer im Auto sollten Dichtflächen gründlich gereinigt werden. Ich benutze hier einen selbstgebauten Schaber aus Kupferrohr. Nicht vergessen, auch die Sacklöcher sollten gründlich gereinigt werden. Die Pumpe hat einen O-Ring, aber ein bisschen Flächendichtung auf der Dichtfläche außerhalb des Rings kann nicht schaden. Bitte nur mäßig Dichtmaterial auftragen. Und dann gut mit den Fingern verstreichen. Die Pumpe zügig einsetzen und mit Schrauben befestigen. Beim Anziehen der Schrauben darauf achten, dass die untere Schraube nur ein M6-Gewinde hat, welches schnell ausreißen kann. Die Pumpe wird mit dem korrekten Drehmoment angezogen.
An dieser Stelle muss der Zahnriemen wieder eingebaut werden. Diese Arbeit ist wiederum in unserem Film Zahnriemenwechsel beschrieben. Wir mischen das neue Kühlmittel, 40% Kühlmittel und 60% Wasser. So. Die Ablassschraube am Kühler wird wieder eingesetzt und leicht angezogen. Wir füllen das neue Kühlwasser ganz vorsichtig und langsam ein, damit sich das System gut entlüftet. Wir befüllen das System, bis am Entlüftungsventil Kühlflüssigkeit austritt. Wir verschließen das Entlüftungsventil wieder mit der Kappe, nur vorsichtig per Hand anziehen. Wir lassen den Motor nun mit offenem Ausgleichsbehälter laufen, damit er sich weiter entlüftet. Langsam wird das Kühlwasser warm. Bei ungefähr 90 Grad ist der äußere Kühlkreislauf aufgegangen und die Kühlflüssigkeit ist im Ausgleichsbehälter nochmal deutlich abgefallen. Wir haben den Motor gestoppt und füllen nun neue Kühlflüssigkeit. Nur vorsichtig und langsam nachfüllen, weil es kommt kalte Kühlflüssigkeit in den heißen Motor. Der Behälter ist gefüllt und wir können die Prozedur mit dem Warmlaufen lassen nochmal wiederholen. Mittlerweile haben wir die Abdeckung und den Keilriemen wieder montiert. Auch das Rad ist wieder am Auto und nun machen wir den zweiten Durchgang mit der Entlüftung. Wir lassen den Motor nochmal warm laufen. Zum Schluss prüfen wir noch, ob der Froschschutz im Wagen ausreichend ist. Minus 35 Grad reichen auch für den kältesten deutschen Winter. Nun kann unser kleines rotes Spielmobil wieder auf große Fahrt, ohne Wasser zu verlieren. Tschüss, bis zum nächsten Film.